Willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Shadow of the Colossus. Tja, im ersten Part, der etwas länger geworden ist, macht ja nichts, haben wir gleich die ersten zwei Kolosse besiegt. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen nach dem dritten. Halt! Ja, auf Knopfdruck. Wo ist der nächste? Wo? Wieder da hinten. Es ist der Krieger. Offiziell, glaube ich, heißt er der Krieger, der mit dem Schwert. Und ich will noch kurz schauen. Ja, da hinten. Und da wir hier über das, über die Brücke müssen, will ich ganz, ganz kurz etwas nachschauen. Dauert nicht lange, bitte bleibt dran, ob ich hier wirklich nicht... Ja, hier unten war der zweite Gegner, jetzt will ich hier nur schnell was prüfen. Und tot. Tja, ich habe mal gedacht, das ginge. Tut mir leid, Leute, von heute macht ja nichts. Können wir uns das auch sparen? Ja, das haben wir schon gesehen. Haben wir schon gesehen. Nach jedem Koloss wartet ein weiterer Schatten neben uns. Tja. Argo. Was habe ich denn jetzt gemacht? wollt ihr mir an der Taube oder an dem Vogel? Keine Ahnung, nach vorne bitte. Vorwärtsgang, genau. Gut. Aber ich will trotzdem schauen, ob ich den besiegten Koloss da unten erspähe. Von oben natürlich, den Fehler will ich nicht noch einmal begehen. Tja, wie im letzten Part schon erklärt, dieses Spiel gilt als modernes Kunstwerk. Es ist leicht melancholisch, aber keine Sorge. Es ist ein gelungenes Spiel und es macht Spaß, es zu spielen. Und hoffentlich auch nachzuschauen. Na, wo ist er? Wo ist er denn? Ist der nicht da unten? Der sollte eigentlich da unten sein. Oder hier? Hä? Nee. Nee, nee. Wo ist der denn? Nicht zu weit weg. Ja, ja, da unten seht ihr, der Koloss. Das war der Koloss. Zu Staub. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Aber seid nicht traurig. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist ja sowieso nur ein Spiel. Tja, ja. Ich glaube, jetzt muss ich kurz auf der Karte nachschauen. Ich glaube, der Koloss ist mitten im Wald. Müsste mich ganz, ganz grob täuschen. Aber der ist, glaube ich, durch den Wald und dann kommt man zu einer riesigen Plattform. Warum ist der auf einer Plattform? Das sehen wir auch dann. Das ist nämlich entscheidend, diese Plattform. Wir müssen ihn nicht von der Plattform hinunterzwängen. Nee, nee. Sondern, ja, ja genau, wir sind haargenau richtig. Und im Vergleich zu späteren Gegnern ist dies ein leichter Weg, ein kurzer Weg. Und keine Bange, der Weg ist immer, ja, es ist immer schön, den zu gehen. Agro, und den Weg schaffen wir auch ohne dich, danke. Ja, so fies wie das Spiel ist, das zieht uns Ausdauer ab, das Schwimmen. Natürlich nicht viel, oder? Wenn ich... Doch, doch, wir können uns auch erholen. Also wir ersaufen nicht, ach woher denn?
stell mich hier an wie ein, ja, wie eine Katze im Wasser. Nee, du musst dem Agro nicht pfeifen, der kommt nicht, siehst du, der kommt nicht. Ja, diese Plattform, warum ist die entscheidend? Und das hier der Weg, eine halb zerbröckelte Brücke ist auch ein kleiner Vorgeschmack auf den Gegner. Warum? Werden wir gleich sehen. Und auch kurz eine kleine Klettereinlage als Vorgeschmack auf den. Ja, toll! Oh Mann, was bin ich denn für eine Flasche? Alter Schwede, geh zu Ikea! Gut, bitte bleibt dran, das machen wir noch onscreen. So, ich stehe zu meinen Fehlern, zu den wenigen, vielen tausend, den ich mache. Aber bitte schwimmt doch ein bisschen schnell, da ist das nicht möglich. Bringt nicht viel. Leute, bitte, bleibt dran. Ich weiß, ich stelle mich hier an wie ein abgelaufene Margarine, aber das muss sein. Das gehört zum Spiel. Schwimm, schwimm, schwimm. Wir schwimmen, wir schwimmen. Waterloo. Nee, ich singe jetzt nicht. Ich singe auch keine Lieder. Was ist denn los? Zieh dich doch nach oben, du. Oh Mann. Also, was ist los? Was ist los? Bist du bescheuert, dass du zu viel geraucht oder was ist los? Stell mich heran wie abgelaufene Margarine, aber das, nee, nee. Jetzt stolpert er auch noch. Also, realitätsnah ist ja gut, aber nee, nee. Muss ich jetzt hier wirklich zielen? Ja! Nee, komm! Nee, oder? Gut, das schneide ich jetzt kurz. Sonst dauert der Part ewig. Tut mir leid, Leute. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt Knopf gedrückt halten, da hinschauen und ha! Tja, wenn man dumm ist, dann sollte man dieses Spiel nicht spielen. Zum Glück sind wir nicht dumm. Nee, Quatsch. Aber es ist schon eine ziemliche Höhe. Und das Geröll da hinten ist natürlich unser Gegner. Kurzen Moment. Ja, ich wollte euch das kurz zeigen hier. Wenn ihr das Orangene seht, das ist der Weg, den wir zurückgelegt haben, dann die Fratzen sind die Gegner, die wir schon besiegt haben. Und ja, weiter geht's. Wir sind immer noch hier. Und die Ausblick, ja, die Ausblick, der Ausblick ist auch nicht übel, oder? Ja. Für PlayStation 3 Verhältnisse und ihr seht auch, die Lichtsäulen sind die Gegner, die wir schon besiegt haben. Ein stummes Gummeln. Der Kriegerkoloss erwacht. Und da wir ihn an seinem freien Tag geweckt haben, ist er ein wenig sauer. Macht aber nichts. Und jetzt wisst ihr auch, diese Platte hier ist entscheidend, denn da muss er seinen Säbel hinwerfen. Denn ohne das, seht ihr da oben ist ein bisschen Gestein. Und
wenn er den Säbel hier nicht auf die Platte schmettert, geht die nicht kaputt und wir können nicht herauf. Hörst du auf? Ja, ja. Okay, ich sehe schon, wir müssen ein bisschen an den Rand. Wieder ein bisschen zuerst zu uns locken. Ist doch episch, oder? Episch animiert, episch gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Ja, ja. Ja, ja, mit so großen Beinen kann der uns schon bashen, wenn der will. Oh Mann, ich pfeife, ich will immer springen, aber da die Knöpfe vertauscht sind, rufe ich immer das Pferd. So, komm her. Kommst du her? Ja, hier bin ich. Komm nur. Komm nur. Und bam. Bin ich jetzt? Ja, genau. Das bisschen Metall ist... Nee, das Gestein ist hin. Ich bin getroffen worden, aber ich lebe noch. Echt wäre das ja. Echt wäre ich ja schon lang hin. Aber es wäre ja kein Spiel. Wenn es kein Spiel ist. Ausweichen. Au! Willst du? Ja gut, ich bin benommen. Ach Mann. Wenn du so eine Säule an den Kopf kriegst, ist schon nicht gesund. Nee, nee, das ist überhaupt nicht gesund. Gut, gut, gut. Irgendwie bin ich falsch. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen weiter weg. Mann, wo schaust du denn hin? Hier bin ich. Hier bin ich. Okay. Na endlich. Er muss sich hier nämlich eingraben. Wenn du jetzt da runterfällst, dann hast du meinen Respekt verloren. Hier auf. Na los. Wanda. Weißt du, wieso du Frauennamen hast? Also so eine Frisur hast? Nee, Quatsch. Jetzt zieh dich auf! Okay, es sollte eigentlich so sein, dass man hier relativ... Ja, geht doch. Und raufklettern. Hoi! Und... Häuser! Fallen lassen, erholen. Energie hat sich auch schon ein bisschen regeneriert. Das mögen wir doch. Gefällt uns doch. Gefällt mir. Und jetzt... Habe ich mich vertan? Habe ich mich vertan? Ja, ich habe mich vertan. Ich muss ein Stockwerk tiefer. Sag mir das noch. Nee, Quatsch. Ja. Wenn du schon bauchfrei herumläufst, was treibe ich dir schon raus? Schüttel dich doch nicht so, liebsche Schätzelein. Ist ja sicher ein männlicher Gegner. Und Männer, Männlein, ja, ich stehe nicht auf Männer. Das wisst ihr ja auch von mir. Ist ja kein Geheimnis. Wer so sein will, soll so sein. Ich bin es nicht. Ich erhol mich. Und weiter geht die Kletterer. Ja, schüttel du dich doch. Mach doch auf, Shakira. Whatever, wherever. Mountains forever, oder wie? Ich weiß doch nicht. Ich bin kein Liedschreiber, aber ich bin der Bäscher. Mann, schüttel doch nicht. Ist das nervig? Geht doch. Nochmal. Nochmal, nochmal. Oh Mann.
Komm schon. Jetzt hält er sich fest, die Sau. Mann, ich will mich erholen. Halt. Still. Denkst du, ich will ein Part und nur ein Gegner? Vergiss es. Nerv nicht. Bitte nerv jetzt nicht. Der nervt. Der nervt. Ah, Mann. Nerv nicht. Bitte nerv doch nicht so. Oh Mann, das nervt. Man sollte kein Spiel Let's Play und sagen, es nervt. Nee, das Spiel nervt mich natürlich nicht, aber solche Gegner nerven mich. Da bin ich ehrlich. Weißt du was, du kannst dich schütteln. Lass dich mal schütteln. Ja, fall doch runter, du Sau. Wer Wanda heißt und männlich ist, mit dem stimmt doch was nicht. Nee, Quatsch. Mann, wie weit willst du denn noch fallen? Ach, hör doch auf. Ich mache hier voll auf genervt. Mann. Ich hoffe, der Kopf ist nicht so nervig, dass der letzte Gegner war so einfach und der hier nervt, der zickt rum. Eine Diva, hä? Eine Diva bist du. Noch mehr. Du musst uns nicht auf dem Kick haben, wenn wir uns wären, dann beschweren. Das passt nicht zusammen. Ganz sicher nicht. Wanda. Wanda. Nee. Sag mal, wie. Ich weiß, warum mich dieser Gegner am meisten nervt. Ich weiß das. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Dieser Gegner nervt mich am meisten. Erstens mal, beim ersten Spiel, als ich das Game zum ersten Mal durchgespielt habe. Wisst ihr, wie oft ich diesen Gegner versucht habe, die Taktik herauszufinden? Der hat ein gefühltes Hund. Na genau. Genau. Also nicht gerade runtergefallen. Sag mal, hast du's bald? Ich werde hier voll genervt. Wie oft ich den sein Schwert ausholen ließ, bis ich gemerkt habe, bis ich im Internet gelesen habe, ja, der muss sein Schwert hier auf die Platte schmettern, sonst wird das nix. Und jetzt stelle ich mich hier an, wie, ja, wie abgelaufene Margarine. Hallo, ja. Die Kameraeinstellung habe ich auch verbockt. Jetzt hol schon aus! Oh Mann! Es gibt Gegner, die nerven. Hast du's bald? Weiter geht's. Moment mal, wir müssen doch da. Ja, genau. Voll der Bauchtanz hier. Warte. Ach, du bist doch eine Sau.
Der bloße Gegner, den es gibt, also Ehrenwort, das... Ja, was... Was versuchst du da? Nee, komm. Komm, versuch mich zu bashen. Komm! Oh Mann! Der nervt. Es gibt Gegner, die nerven brutalst. Übelst. Und dreimal könnt ihr raten, wer dieser Gegner ist. Welcher so ein Gegner ist dieser hier? Dieser Gegner nervt. Jetzt hau aber mal zu. Hast du's bald? Nee. Leute von heute. Gegner, die nerven. Dieser Gegner ist mit Abstand mit die Nummer 1. Und ich habe Battle of Zed gespielt. Ich spiele es immer noch. Aber dieser Gegner hier, nee. Der nervt seit 20 Jahren, nee, seit 10 Jahren nervt er schon. Na gut. Nee! Ach komm schon! Darf doch nicht wahr sein, ich hab doch gedrückt. Ich lass mich hier von so einem schäbigen kleinen Gegner. Nee, Quatsch. So, von... Ich lass mich hier voll nerven. Im ersten Part lief alles wie geschmiert. Und hier lass mich hier. Ich lass mich hier nerven wie nix. Autsch. Wanda, bitte steh auf, bitte steh auf, bitte steh auf, bitte steh auf, bitte... Ach. Und ich habe im ersten Part noch gesagt, ja, mir tut die Gegner leid, dieser, ihr tut mir nicht leid. Ach ja. Eine halbe Stunde für so einen Gegner. Tja, ja, wer schön gamen will, muss leiden. Jetzt hol doch aus mit deinem blöden Säbel, also. Es ist schon fast die Verzweiflung, die aus mir lacht. Nee, Quatsch. Ach ja. Der Gegner hat vor 10 Jahren genervt. Dieser Gegner nervt heute weiterhin. Ach Mann. Es gibt solche Gegner. Im ersten Mal alles läuft wie geschmiert. Am zweiten Mal die pure Frustration. Nee, natürlich nicht so schlimm. Leute, nehmt mich nicht so ernst. Ha! Naja, jetzt aber. Bleib. Nee. Ja. Bleib. Wenn du jetzt fällst, dann hast du meine... Dann werd ich sauer. Hallo? Ja. Es geht weiter. Die
Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Weiter. Weiter, bitte, 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 bitte. Ach, Wanda, du bist ein gutes Kerlchen. Ich habe überhaupt nichts gegen dich, aber der Gegner, der nervt. Dieser Gegner nervt. Bei allem, was gut und recht ist, aber dieser Gegner nervt. Der hat mich schon immer genervt. Ist episch, ist, ja, relativ die Schwachpunkte sind fair, aber der Gegner selbst, der irgendwie hat eine Charakterik, einen Charakter, der zu wünschen übrig lässt. Gut. Okay. Schüttel dich doch. Schüttel dich doch. Als Fleh? Nee. Mensch an dir. Menschen sind kein Ungeziefer. Merkt ihr das? Waren wir nie, werden wir nie sein. Ja, das sieht ab. Was hast du verdient, du böser, blöder Gegner? Das hast du dir verdient. Irgendwie muss ich den Schwachpunkt besser treffen. Denn ich lose hier ab. Mann, schütte deine Flehe woanders. Boah. Ich muss mich hier holen gehen. Tut mir leid, Leute von heute. So, sollte reichen. Lass mich darauf. Lass mich darauf. Du, ich sag's dir. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Lass mich. Na gut, das ist auch gut. Erholen. Es gibt Gegner, die nerven. Eine halbe Stunde für diesen blöden Gegner, ich glaub's ja nicht. So, jetzt halt still. Den will ich schaffen. Halt still. Wisst ihr was? Ich muss mich erholen gehen. Ich muss mich erholen gehen. Lass mich aus mich. So. Hast du es bald? Der schüttelt sich wahnsinnig. Ja, ja. Aber die Ausblick. Die Ausblick. Nee, der Ausblick. Der Gerät. Ja, das ist doch der Gerät. Der Schmidt-Heini hier, der ist doch der Gerät, der typische Gerät. Lass dich bashen. Ja! Das schaffen wir! Das schaffen wir! Puh! Lang hat's gedauert. Und... Oh. Der Krieger fällt. Puff! Ja, Leute, von heute. Eigentlich wäre der Part schon voll, aber das nehme ich mir hier nicht hin. Der Part geht weiter. Natürlich mal. Gegner Nummer 3. Hä? So an das? Shh.
speichern, natürlich. Boah. Tja, die halbe Stunde wäre voll, aber wen wären wir denn, wenn wir hier nicht noch ein Part machen, nee, noch einen Kampf machen würden? Zerberste. Aber wirklich, dieses Spiel ist einzigartig, episch, cineastisch, wundervoll. Ja. Und eine Stimme sagt uns: Der nächste Feind ist... ein Pferd. Ähnlicher Gegner. Ich weiß auch genau, wer es ist. Und ich würde sagen, es ist ein leichter Gegner. Deshalb machen wir uns noch auf den Weg. Und wenn die Zeit stimmt, machen wir uns noch an den Gegner. Na klar, wird doch gelacht. Und Kamikaze! Bam! Mal Anderson. Ago! Wenn das Pferd weit weg ist, pfeift er. Wenn es nah ist, ruft er. Und voll eine Vollbremsung gemacht. Hallo, ich bin auf dich rauf. Nee, nicht von hinten, keine Schweinereien hier. Wir sind doch hier nicht in Sodom und Gomorra. Gut, nächster Gegner ist... da. Wo geht das hin? Durch die Wälder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Oder? Wenn ich hier lang gehe, war sicher der andere Weg. Ich würde wetten, ist hier lang. Es geht hier lang. Ich wette. Ja, meine PS3 macht komische Geräusche, ich entschuldige mich dafür. Ich muss da mal einen Lappen drunter legen, der vibriert hier das ganze Zimmer. Aber da unser Pferd ein PS-Monster ist es ja kein Problem, hier ein bisschen Weg zurückzulegen. Jum. Jum. Wem, wem. Ne Quatsch. Das Pferd läuft und die PlayStation 3 macht die Geräusche dazu. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Ich glaube schon, aber ich will es nicht schwören. Gut, ich schwöre sowieso nie. Aber ich glaube, ich bin falsch. Die PlayStation der Ich bin doch sicher falsch. Bin ich falsch? Bin ich falsch? Denn ich glaube, dieser Weg war für einen anderen Koloss. Aber ich will es nicht an die Wand nageln. Ist das ein ist das überhaupt ein Spruch? Ja, von mir. Nee, Quatsch. Aber ich glaube, ich bin falsch. Saftige Wiesen, weite Wiesen. Ja, und ich laufe gegen die Wand. Nee, Akku lauf gegen die Wand. Ich nicht. Ich würde sowas nie tun. Ja, wer lenkt das Pferd? Ich. Nee, Wanda. Nee, ich. Wanda. Ich. Nee, Quatsch. Ich glaube, ich bin doch total falsch. Ja, ja. Ich glaube, ich bin falsch. Leute von heute, ich bin falsch. Ich weiß zwar nicht, ob man da kontinuierlich die Gegner bashen muss, aber ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin falsch. Ich bin falsch.
Leute, ihr kennt den Weg dahin, deshalb schneide ich kurz. Und zurück, diesmal nehmen wir den Weg. Hätte ich den genommen, wäre er auch falsch gewesen. Ja, ich habe das Spiel schon seit etwa 5 Jahren nicht mehr gespielt. Ich kenne die Wege nicht mehr auswendig, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wie gesagt, die Wege zu den Gegnern sind auch schön gestaltet. Absolut bereisens und sehenswert. Und in der Dunkelheit, ihr habt es sicher geahnt, funktioniert das Schwert nicht. Wobei es schlägt auch aus, wenn man am Ziel ist. Gut, ja, hier wär's gewesen. Hätte, werde, würde man. Ja, hier hat es Löcher. Und wozu sind sie gut? Das werdet ihr gleich sehen. Ja, den Kampf machen wir doch noch. Natürlich. Der Klippe entlang runterfallen geht ja nicht. Solange wir auf dem Pferdchen sitzen. Sitzen. Hallo? Ja? Da lang. Ago. Mach mich nicht aggro. Wortwitz kam flach, ich weiß. Kein Koloss? Kein Koloss da? Oh, dann gibt's ja Feierabend. Kein Koloss da ist, gibt's nichts zu tun. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Und wo? Da hinten. Da hinten. Der mit seinen Wedlocks an der Schnauze, wozu sind die gut? Das zeige ich euch gleich. Gut, 180 Grad und wir verduften. Wir verduften. Seht ihr, der jagt uns. Das ist gut so denn. Aggro, mach mich nicht. Eben das. Und wir gehen da lang. Abspringen, abspringen, abspringen. Und jetzt muss ich den Koloss hier hinlocken. Wie macht man das mit Nerven? Ich nerv den jetzt wie Sau. Ich nerv den jetzt wie Sau. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Und verstecken. Ago, mach dich dünne. Ja, ja. Warum? Der geht über die Kuppel hinweg. Sollte er. Und dann sollten hier bald die Dreadlocks unterhängen. Ne? Doch. Ich sehe das eben nicht, aber es sollte eigentlich so sein. Ja, genau. Und jetzt. Ja, und jetzt. Ich bin voll der Noob. Komm. Komm, zeig deine schönen Löckchen. Komm, komm. Komm. Nun komm! Zeig dich! Zeig dich! Mann, was rufst du denn nach mir? Da findest du mich nicht! Oh doch, das hätte doch gestummen, gestimmt. Ah Mann! Und der ist wieder K.O. Natürlich. Komm, 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 komm. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein.
Ago, mach dich die Nähe. Komm, schau runter, bitte. Ja, der beißt uns hier. Nun komm, halt dein Köpfchen runter. Ja, so hab ich das gern. Kletter, 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 kletter. Und wir wechseln, wenn wir können, zum Schwert. Hallo, Schwert. Geht doch. Wo ist der Schwachpunkt da? Und warum brauchen wir... Jott. Der Schwachpunkt, den brauchen wir. Warum? Deshalb. Nur ein Schwachpunkt, kein entscheidender Punkt. Was will gemerkt sein? Halt still, halt still. Tut mir leid. Doch, es ist ein Schwachpunkt. Nicht direkt, aber. Doch, den mussten wir auslösen, damit wir hier rauf können. Hey, was ist das? Seht ihr den Schwachpunkt? Da müssen wir hin, genau. Wenn ich jetzt kann? Ja, der schüttelt sich auch. Natürlich, wer will schon einen Wand am Hals haben? Auf dem Kopf. Aber halb so schlimm. Halb so schlimm. Ich würde gerne ausholen. Ja. Also, das meine Euphorie besteht nicht darin, dass ich gerne Tiere quälen würde. Nein, überhaupt nicht, Leute. Denkt das ja nicht von mir. Aber ich bin Gamer und wenn ich einen Gegner bashen muss, bash ich einen Gegner. Und das ist doch klar. Und ich wäre einfach froh, wenn ich hier ein bisschen mich erholen könnte. Rauf mit dir! Rauf mit dir! Rauf mit dir! Rauf mit dir! Rauf, rauf, rauf! Und ich sag noch, ja, leichter Gegner, ja, ja. Ich hab verlängerten Rücken vielleicht. Ago, wo bist du? Komm, ich brauche ein paar PS. Ja, bis du da bist. Ja, 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 komm, 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 komm. Haus, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, komm, wir gehen, 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 gehen. Kamera muss auch mitmachen, sonst geht das nicht. Jetzt! Mann! Mach doch hin! Gut, das schaffe ich von allein hier. Der, komm her! Da kannst du mich ewig suchen. Komm, 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 komm. Und wir gehen uns die Pfeile nicht aus. Komm, 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 komm. Ja, dich nerv ich jetzt. Du nervst mich auch. Gut. Werd ich genervt. Ich mach mich die Nähe, so wie es bin ich. Ago, hau ab. Autsch! Tschüss! Mach's gut! Mach du das genau richtig! Bring dich in Sicherheit! Voll der Dreck! Halt das Köpfchen runter! Ago, verzieh dich! Ja, ich bin ja da. Ja, ja. Gutes Pferd, ja, ja. Bist ja fast mehr ein Hund. Hallo, Gegnerchen. Hast du es bald? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, komm, halt den Kopf runter.
Halt den Kopf runter! Sauber, sauber. Ach! Heute ist nicht gut mit mir. Heute ist nicht gut mit mir. Nee, nee. Nee, nee. Deshalb strafe ich mich selbst und mache einen überlangen Part. Nee, Quatsch. Realität ist gut und recht, ab wenn's so geht, dann geht's. Salto Natale. Nee, Salto. Ja. Yeah. Rückwärts. Halt still. Geht doch. Geht doch. Irgendwann geht's immer. Aber man muss auch ganz klar sagen, im zweiten Durchlauf hat man viel mehr Ausdauer. Das muss man sagen, das muss man ganz klar sagen. Ja, tut mir leid, aber ich muss dich bashen. Diesmal läuft's. Ja, ja. Jetzt läuft's. Wie gesagt, glaubt ja nicht von mir, dass ich in echten Tierquälen bin. Wir haben einen Hund und den mag ich. Das ist einer meiner besten Kumpels. Also denkt ja nicht, das würde ich im echten Leben genießen, hier ein Tier zu quälen. Nee, 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 im Gegenteil. Ich mag Tiere, besonders mit guter Soße. Nee, Quatsch. Ich glaube, dieser Schwachpunkt ist bald gut. Hä? Schon besiegt? Ich dachte, der ist hart am Hintern noch. Ja gut, meinetwegen ist der Part auch schneller vorbei. Oh. Koloss müde. Koloss muss schlafen. Tja, ja. Ja, wie du mir, so ich dir, wird sich der Koloss denken. Tja, Leute, der Part war lange. Macht aber nichts. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Bitte Daumen hoch bei YouTube. Abonniert mich bitte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.